Willkommen zurück zu The Division. Mit mir dabei ist der Bluecrom. Moin, moin. Und wir waren das letzte Mal hier in einem Einsatz und haben hier einige Gegner niedergemacht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal weiter und schauen, wie es hier vorangeht. Wir sind immer noch mitten in der Mission. Ja, ja, genau. Deswegen sage ich ja, wir sind hier immer noch schön dabei. Die JTF ist schon lange raus aus der Grand Central Station. Wir sollten sie wunderbar. Und zwar sollen wir, hier gibt's Loot. Was, hier gibt's Loot? Ja, oh, sehr gut. Vielleicht ein kleines, nettes Medipack? Nee. Kein Medipack. Um was geht's in der Mission? Wir sollen irgendeinen Typ... Stromversorgung wiederherstellen. Genau. Da... Ist, glaube ich, noch nicht, ja. Und hier sind da irgendwelche Cleaner wohl, ne? Hat es geheißen? Oder irgendwie geht's um Napalm? Oh, wunderbar. Zumindest hat die eine Tussi irgendwas gesagt von Napalm. Dass die Cleaner ihr Napalm hierher bekommen. Hier ist noch eine Munitionskiste, falls du Munition brauchst. Und hier ist noch ein Rucksack mit Trinkwasser, das ist gut. Das war's. Diese Nahrungsmittel, ne, die geben Buffs, das weißt du, oder? Wenn du kurz ruhig sein würdest, würden wir noch hören, was die sagen, oder? Diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht. Das heißt, sie richten sich am Queenstunnel ein. Das sind die schlechten Nachrichten. Da kommen böse Wichte. Ich war im Übrigen nicht bei den Typen, die da miteinander gequatscht haben gerade eben. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen, dass hier... Achso. Die Position ist aber nicht so doll, wo ich hier bin. Die ist ganz doof, ja. Aber die ist besser hier. Boah, die haben Dauerfeuer, ey. Ihr seid alle tot. Mal weg hier. Du bist ein bisschen zu nah. Oh oh. Wer schießt denn da die ganze Zeit? Die vorm Tor. Ist hier drin noch irgendwas? Nee, ne? Nein, hab ich alles erlöscht. Oh, ich bin Level 5. Warte mal, dann könnte ich jetzt schnell die Sniper ausstatten. Inventar. Die raus, die Sniper rein. Und dann gucken wir mal, ob wir die Idioten nicht erwischen. Boah, der holt die ganze Zeit auf mich drauf. Oh, das ist die falsche. Hat eine schöne Position gefunden. Hab sogar ein Munitionslager getroffen. Was? Wo bist denn du? Bist du oben? Ja. Dann komme ich auch da hoch. Und da gibt es auch Munition oder was? Ah, da war ich neulich gewesen, ja. Sehr schön. Erstmal gelootet, während du dich rumklopfst. Ah ja, das ist mir wichtig. Und die beschäftigen sich jawohl mit was anderem. So, wo war jetzt die Munitionskiste? Hinten. Oder drüben? Oh, Sniper, ja. Okay, der ist weg. Da ist noch einer. Boah, hat er mich doch tatsächlich erwischt. Muss ich mir, glaube ich, mal ein Medipack reindrücken. Ich bin gleich, glaube ich, von hinten dazu. Ja. Was von hinten? Da hoffen wir, zumindest ist da unten so ein Runner gewesen. Okay, der Sniper ist down. Unten sind doch noch die Marines oder was das ist. Hey. Agent, Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Wo hast du die Munitionskiste gesehen? Hinten unten wieder. Ach, hinten ganz unten. Ja, ja, das weiß ich. Also ganz unten am Eingang von der... Da müssen wir mal hin, weil es bei mir nicht so groß aussieht.
Also mit der einen Knifte habe ich noch genug Munition, aber hier mit der Sniper habe ich nicht so viel. Gut. Wunderbar. Dann gucken wir nochmal nach dem Sniper, den sie da in Stellung bringen. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich coole Position. Ah shit, ich bin falsch gelaufen. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich coole Position. Da war ich ja gewesen, als wir mit unseren anderen Charakteren gespielt haben. Immer cool. Von der Seite werde ich geschossen. Oh, schießt sich auf dich. Ja, ich hab schon gedacht, warum fallen jetzt die Schüsse? Okay. Vorsicht, Blue. Da ist einer am Krankenwagen hinter dir. Jawohl, der ist weg. Hoffentlich seid ihr Feuer. Sehr schön, den Bus da vorne, da kann ich leider nicht hinsnipern, soweit komme ich, ne? Aber die Jungs auch nicht hier. Wenn du... Ah, warte mal. Was wir auch machen könnten, ist, wir könnten wieder die Position oben beziehen. Warte mal. Ich hol sie schon zu dir. Ich komm schon. Ziehst du sie zu mir? Ja, ja, vorne. Wunderbar. Boah, manchmal ist es etwas. Gut, wo ist denn der nächste Idiot da? Der ist weg. Da unten ist noch einer. Also die Sprengdingens bringt ja echt nicht viel mitunter. Na komm, bleib stehen. Ja, ein bisschen was bringt's halt schon. Und besser wie nix. So, jetzt müssen wir uns an den Bus ran trauen. Warte mal kurz. Sind da noch welche? Okay, dann warte ich noch einen Moment. Mach laden. Kommt doch keine mehr. Okay, gut. Dann beziehe ich jetzt Position wieder vorne. Ein Einziger ist noch da, aber der läuft nicht her. Ja, gut. Sei ihm gegönnt. Warte mal, Blue. Ich würde jetzt ganz kurz wieder oben auf dieser... auf diesem Überbau Stellung beziehen. Denn von da aus müsste ich eigentlich an den Boss rankommen, schätze ich mal. Ich habe Fehler gemacht. Wir haben... oh. Also der Bus kommt auf jeden Fall hier an mich ran, so viel ist sicher. Hier ist irgendwo ein Gegner. Außer der Bus. Da unten ist ja noch einer. Na gut, ich versuche mal hier rüber zu kommen. Noch ein Stückchen. Oh ja, der holzt schwer auf mich drauf, der Junge hier. Muss ich warten, bis er nachlädt. Warte mal. Er soll auf dich holzen. Ah, der soll auf mich holzen, okay. Aber das macht er, hat mich ja gut getroffen. Ich bin nämlich beschieden. Naja, soll er doch machen. Und ich kann mich nicht heilen, das ist ja Premium. Okay, der ist down, ja, okay, wunderbar. Jetzt haben wir noch den Boss, ne? Granate. Leider zu weit mit meiner Granate. Mit meinem Sprengsatz an hat. Wahrscheinlich keinen Treffer von ihm aushalten. Wenn er mich treffe, bin ich down. Ja, bei mir auch.
Weil ich habe nur einen Lebensbalken noch, ne? Ja, ich auch noch. Und Medipack gibt's nicht. Keine Chance. Aber wir haben verstanden. Oh, er ist runtergegangen. Der ist runtergegangen. Wo geht denn der hin? Ne, der kommt wieder hoch. Oh, verkehrte Waffe. Oh, das kann ein bisschen dauern hier. Ich müsste mal einen Kopf treffen hier, dem Arsch. Ah, ist er down. Ja, wenn seine Panzerung weg ist, dann läuft's besser. Boah. Ah, doch, einen Schuss halte ich aus, ja. Aber ich muss jetzt warten, bis ich voll bin im Live, sonst... Oh, da hast du ihn gut erwischt. Sehr schön. Jetzt. Jetzt läuft es, ne? Noch 4 Schuss. Okay. Und down ist er. Sehr schön. Schöner Header, 1700. Agent, meine Leute sagen, die Bedrohung wurde beseitigt. Ich, meine Männer und die Bewohner von New York stehen in ihrer Schuld. Dude. Ich bin mit einer Eskorte auf dem Weg zurück zur Basis. Wir sprechen uns, wenn sie dort sind. Da. Jawohl. So. Gute Arbeit. Wenn sie die Schleusen gesprengt hätten, hätten wir unsere Nachschublinie verloren. Jetzt kann sich Benitez um die Sicherheit kümmern. Wir sehen uns. Wunderbar. Genau, es ging um Benitez. Das ist sozusagen der künftige Sicherheitschef. Und haben den... Haben wir jetzt für unseren Flügel gewonnen. Genau, den haben wir jetzt für unseren Tech-Flügel. Ne, Quatsch, Sicherheitsflügel. Doch, Sicherheit. Genau, Sicherheitsflügel. Sicherheitsflügel haben wir den gewonnen, genau. Und ich würde sagen, wir porten gleich zurück. Dann, ja, dann porten wir mal zurück und gucken gleich in den Flügel rein. Dafür haben wir den ganzen Shit ja gemacht. Hör mal, ich habe 6 Jahre Medizin studiert. Muss uns hier was bringen. Porten wir in die Operationsbasis? Ja, das dauert leider immer ein bisschen lang, finde ich eigentlich, weil... Ja gut, er muss ja die ganzen Level dann überladen. Weil du kannst ja direkt aus der Operationsbasis dann rausgehen, hast du den kompletten Level dann. Du meinst die ganze offene Welt, also... Ja. Wir haben sehr verstörendes Filmmaterial gefunden. Was ja auch schade ist, dass es nicht direkt in die Operationsbasis sagt, ja, sie ja, hat es genau. Ihnen hochgeladen. Dann hätte man nämlich auch die Ladezeit ein bisschen verkürzt, ne? Aber gut. Wie ihr übrigens jetzt gerade an meinem Lebensbalken seht, wir sind raus aus dem Kampf. Und wenn wir raus aus dem Kampf sind, dann laden wir komplett wieder voll. Also, ich weiß ja nicht, ist es nur in der Basis. So, ich würde jetzt reingehen in den Bereich, ja? Ja, dann gehen wir rein. Und reden mit ihm. Kommen Sie rüber. Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also, wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan. Und zwar vor allem... Weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Grunde können diese Arschlöcher hier rumrennen, sich nehmen, was sie wollen und nach Lust und Laune morden, weil wir niemanden haben, der sie aufhält. Das heißt, es ist unser Job, in diesen Vierteln aufzuräumen. Damit wir die Bewohner mit Nahrung und Medizin versorgen können. Ich weiß nicht. Beim Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten, ich glaube nicht, dass sie allein damit fertig werden. Nichts für ungut. Ich kann sie doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Wir sind die Wölfe, Captain. Na, dann, wie Sie wollen. Vielleicht überzeugen Sie die Division, ein paar mehr Leute zu schicken. Fürs Erste haben wir nur, was Sie sehen. Unfassbar, dass ich den Staat anflehe, meine Stadt zu übernehmen. Wenn wir Infos bekommen, erfahren Sie es als Erstes. Viel Glück. Sie brauchen es. So. Dann ist der Flügel freigeschaltet. Genau, jetzt gehen wir hin zum Laptop. Und jetzt können wir hier nämlich das erste Mal was machen. Und zwar können wir hier oben Lagerzentrum freischalten. Und dann würde ich sagen, machen wir das gleich, oder? Macht ihr automatisch. Die Tipps überspringe ich jetzt einfach, genau. Jetzt kann es richtig losgehen. Ab sofort sind Sie mein absoluter Lieblingsagent. Da bekommt man jetzt diesen Vorteil, diesen XP-Vorteil, von dem ich vorhin gesprochen habe. Genau. 10% mehr.
Genau. Und es ist keine schlechte Sache. Dann gehen wir mal darüber. Da blinkt ja ein Symbol. Cool. Sieht so aus, als hätten wir ein ordentliches Lagezentrum gefunden. Nur diesen Video. Wir können die Operation für Midtown von hier aus planen. Willst du dir den anschauen oder was? Am Terminal? Ja. Gut, dann gehen wir hier jetzt zu dem ne, wo ist denn das anzusehen? Ja, gleich. Ja, wo du jetzt bist. Nee. Ah, da vorne, genau. Genau, an der Videowand. Stimmt, hatte ich total vergessen. So. Aber jetzt dieses Zivilistenvideo. Genau, das erste, ne? Schauen wir uns an. Das Zivilistenvideo, oben. Ah, das Zivilisten, okay, das zweite, alles klar. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Wollen wir uns das andere auch angucken? Rikers Video? Machen wir gucken. Okay, dann starte ich das mal. An alle, haben einen möglichen 10-30. Halten Sie der Wagen 5-5 Ausschau, over. Moment, ist er das? Oh nein, ich mache Meldung. Zentrale hier, Wagen 2-4. Wir haben Einheit 5-5 gefunden, ist verlassen, over. Heilige Scheiße! Scheiße, die sind hinter uns! Vergiss es! Los, fahr! Los, los! Zentrale, hier Wagen 2-4, wir sind... Wagen 2-4, was ist da draußen los? Zentrale, hier ist Wagen 2-4, wir sind... Wir werden... Ja. Oh, das haben sie nicht überlebt. Genau, diese Videobeweise und Dokumente und so weiter, also hier Virenberichte und die bringen halt so ein bisschen mehr... Tiefe in die Story, um die es ja eigentlich geht. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part, oder? Genau, passt gleich ganz gut, bevor wir weitermachen. Genau, denke ich auch, dass es ganz gut passt. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns ein Däumchen, schreibt uns in die Kommentare, abonniert unsere Channel und seid beim nächsten Gameplay von The Division wieder dabei mit dem Blue Chrom. Ciao. Genau, der sagt jetzt ciao, ciao. Und der Latan auch. Und der Latan sagt auch ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.